Heute geht es um die Einteilung der Früchte anhand ihrer Diaspore. Und zwar die Diaspore ist die Ausbreitungseinheit einer Pflanze. Also die Fruchttypen kann man einteilen, je nachdem, ob sich die Pflanze vermehrt, indem sie zum Beispiel nur die Samen ausstreut oder die ganze Frucht verteilt. Oder als dritte Variante mehrere Früchte gleichzeitig verteilt. Also damit ihr euch das besser vorstellen könnt, habe ich drei Beispiele ausgewählt. Also zuerst die Bohne. Zur Veranschaulichung, wenn die Pflanze sich nur mit dem Samen vermehrt. Also hier haben wir die Pflanze und ich zeichne euch hier die Frucht nochmal genauer ein, also dieser Bereich. Und sobald der Same reif wird, öffnet sich die Frucht. Also das sieht dann so aus. Hier sitzen die Samen in der Plazenta und der Same bricht heraus und fällt zu Boden und vermehrt sich dann. Und daraus entsteht dann wieder eine neue Pflanze. Also die Bohne gehört in die Klasse der Einzelfrucht. Und da sie sich zur Samenreife öffnet, um die Samen auszustreuen, gehört sie in die Untergruppe der Öffnungsfrüchte. Anders sieht es zum Beispiel bei der Bohne, beim Paprika aus. Und zwar, hier haben wir wieder den Bereich der Frucht. Und wie ihr vielleicht wisst, vermehrt sich der Paprika nicht, indem er die Frucht selbst öffnet, sondern indem er einfach die gesamte Frucht ausstreut. Also dieser Teil fällt dann zu Boden. Und vermehrt sich dann so. Also hier haben wir zwar wieder eine Einzelfrucht. Aber als Untergruppe jetzt nicht die Öffnungsfrucht, sondern eine Schließfrucht, da sie geschlossen bleibt zur Samenreife. Also das wäre die Variante 2. Die Pflanze streut die ganze Frucht aus. Und beim Samen haben wir gesagt, das ist zum Beispiel die Bohne. Also bei der Himbeere müsst ihr euch das so vorstellen, dass jetzt nicht die drei Himbeeren, die ihr jetzt auf der Grafik seht, gemeinsam zu Boden fallen, sondern gemeint ist folgendes. Und zwar, ich nehme jetzt mal eine Himbeere heraus, also diesen Bereich. Und zwar haben wir hier die Himbeere. Und wie ihr vielleicht wisst, besteht die Himbeere aus lauter einzelnen Steinfrüchten. Also jedes Körnchen hier ist eine Steinfrucht. Und bei der Samenreife ist es jetzt nicht so, dass jede einzelne Steinfrucht einzeln herausbricht und zu Boden fällt, sondern die Himbeere als gesamte Einheit sich verbreitet. Das heißt, die Pflanze verbreitet sich hier mit mehreren Früchten gleichzeitig, also mit mehreren Steinfrüchten im Falle der Himbeere. Also die Himbeere fällt demnach in die Klasse der Sammelfrüchte.
Und genauer gesagt, ist es eine Sammelsteinfrucht. Etwas Ähnliches findet ihr zum Beispiel auch bei der Erdbeere. Und zwar würde das hier so aussehen. Ihr habt vielleicht schon mal bemerkt, dass die Erdbeere lauter kleine Punkte hat. Also man spricht botanisch gesehen von Nüssen. Und bei der Erdbeere ist es ja auch so, dass die gesamte Einheit sich verbreitet. Das heißt, hier haben wir eine Sammelnussfrucht. Und nicht eine Beere, wie es eigentlich vom Namen her viele glauben. So, gehen wir weiter nach oben. Ich vervollständige das hier noch kurz. Und zwar haben wir hier gehabt die Himbeere, aber auch die Erdbeere. Genauso fallen darunter der Apfel und die Birne und so weiter. Und falls ihr noch mehr zum Thema Öffnungs- und Schließfrüchte wissen wollt, könnt ihr euch dann mein nächstes Video ansehen. Danke vorerst mal fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.